einer, der sicherlich auch ganz gespannt auf das Ergebnis ist, weil er immer noch, auch wenn er außer Dienst ist, nah dran ist, ist Dieter Schäfer, ehemaliger Polizeidirektor aus Mannheim. Schön, dass Sie bei uns sind. Wobei die Nachrichten, die Sie jetzt mitgebracht haben, was allein heute die Verkehrssicherheit bei Lkw angeht, sind alles andere als schön. Es knallt viel zu viel. Ja, es ist eigentlich der tägliche Wahnsinn. A7, A3, A2, A1, 6 Unfälle mit 17 kaputten LKWs, ein Toter, mehrere Schwerverletzte. Ich will nicht sagen, dass es Alltag ist, aber es passiert jede Woche. Das ist katastrophal. Also Sie selbst haben ja vor einigen Jahren dann schon die Aktion Max 80 mit initiiert, um da eben auch zu sensibilisieren, für mehr Sicherheit im Schwerlastverkehr zu sorgen. Was hat sich denn getan in den vergangenen Jahren? Ist es besser oder vielleicht sogar schlimmer geworden? Naja, die Pandemie hat 2 Jahre Stillstand gebracht. Es hat sich eigentlich gar nichts verändert. Die Situation ist immer noch die gleiche. Die Fahrer sind gestresst. Sie leiden unter Schlaflosigkeit. Sie laufen Gefahr, tagsüber in Sekundenschlaf zu verfallen. Das ist eine hauptsächliche Unfallursache. Ist es eben wegen des Termindrucks auch? Ja, also immer mehr. 15.30 Uhr beginnt die Parkplatzsuche. Dann, wenn der Sommer zu heiß ist, keine Klimaanlage, keine Lärmschutzkabine. Die Nacht ist unruhig. Also ist man den nächsten Tag müde. Und wenn man dann ins Mittagsloch fällt und kurz wegnickt, kann das tödlich sein. Das ist so im minderen Bereich, aber es ist ursächlich für bis zu 70 Tote im letzten Jahr. Die Hauptursache ist aber immer noch die Ablenkung, weil alle fahren ungebremst mit Anlauf, also richtig mit Schwung aufs Stauende. Das kann ausschließlich durch Ablenkung passieren. Und Haupttäter ist Smartphone. Ja. Ja, zu über 90%. Die haben das Smartphone auf der Lenkradnabe liegen, daddeln in ihrer Timeline rum, texten und sind 3-4 Sekunden abgelenkt. 1, 2, 3 tot. Wenn Sie sagen, die fahren dann ungebremst aufs Stauende drauf. Also ich glaube, dann ist da auch noch ein weiterer Punkt, eben der nicht eingehaltene Sicherheitsabstand. Also das, Nein, gerade nicht. Ja? Der Sicherheitsabstand ist Hauptursache für Auffahrunfälle. Mhm. Aber das sind ja alle in Bewegung. Das heißt, die kinetische Energie, die dann beim Aufprall frei wird, ist geringer oder so gering, dass sie nicht zum Tod führt, sondern maximal zu schweren Verletzungen. Auch noch schlimm genug. Aber der Tod kommt mit Anlauf. Das heißt, ungebremst heißt immer mehrere Sekunden. Ein LKW legt in einer Sekunde, je nachdem wie schnell er fährt, bis zu 25 Meter zurück. 1, 2, 3 sind 75 Meter. 50 Meter ist der Mindestabstand. Insofern ist es völlig egal, ob der eingehalten wird oder nicht. Der Tod kommt mit Anlauf durch Ablenkung und der Hauptzünder ist das Smartphone. Was muss denn Ihrer Meinung nach jetzt auch geschehen? Also dann noch auf weiteren Ebenen. Sie sind unter anderem jetzt auch auf europäischer Ebene dann bald unterwegs, dass es da zu einer Verbesserung auf den Straßen kommt. Wir arbeiten jetzt mit Giganten in der Unfallprävention wie dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat oder der BG Handel und Warenlogistik zusammen, gehen auf Tour und klären auf. Es geht nur über die Vernunft, es geht nur über Aufklärung. Viele Fahrer glauben, mit den Assistenten, die sie im Fahrzeug haben, autonom zu fahren. Es sind nur Hilfsmittel. Und wenn der Fahrer nicht die Augen auf der Fahrbahn hat, stirbt er, wenn er am falschesten aller Momente abgelenkt ist. Und das müssen wir in die Köpfe derer rein, wenn es sein muss, prügeln. Und es geht nur über die Unternehmen. Wenn der Chef sagt, ich mache dir keinen Druck, ist schon viel gewonnen. Wir brauchen mehr soziale Nachhaltigkeit im Fahrerwesen. Wir brauchen mehr Rücksichtnahme auf die Fahrer. Auch Toiletten zur Verfügung stellen, also Stress abbauen, Stressoren wegnehmen. Da ist viel zu tun, aber es bedarf der Einsicht, es bedarf einer breiten Öffentlichkeit. Und da haben wir jetzt die richtigen Partner gefunden. Wir sind unterwegs und zuversichtlich, dass wir da einen Durchbruch schaffen. Ihnen dafür weiterhin alles Gute. Ein Thema, das uns alle was angeht, denn Verkehrssicherheit, das betrifft nicht nur Lkw, sondern natürlich jeden einzelnen Verkehrsteilnehmer auf den Straßen hier in Deutschland. Dieter Schäfer, danke, dass Sie bei uns waren.